Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy. Beim letzten Mal bin ich hier stehen geblieben, als wir gerade dabei waren, die Schokobo-Rennen zu machen, also selber zu führen. Und ja, deswegen machen wir auch da weiter, weil wir müssen ja irgendwie weiterkommen. Also, danke, dass du gewartet hast. Das ist ein Schokobo, das nicht selbst. Oh ja, aber so, wie man auch arbeitet. Ja, ich weiß. Dann viel Glück. Ach, reindrücken ist. Verstehe. Also linke analog reindrücken ist dann auf manuelle. Ah, da lief das so gut und dann. Na gut, Pech. Jetzt muss ich noch wissen, wie man wechselt, quasi. Ja. Nein, ich muss nicht nochmal die ganze Erklärung haben. Ah. Na gut, bringt ja nichts. Ah, Krise kriegen, aber sowas von. Wenn man einmal zu früh drückt oder falsch markiert, ne, das ist so. Ah. Dann darf man sich nochmal die ganzen Textboxen anlesen. Also im übertragenen Sinne. Okay, mal hoffen, dass wir jetzt diesmal noch gewinnen. Ach, wir haben gewonnen. Weil ich diesmal irgendwie richtig gemacht habe. Wie ist natürlich eine andere Frage, aber wir haben es.
Herzlichen Glückwunsch, jetzt ist alles bestens. Ach ja, der Besitzer hat mir gesagt, ich soll dir diesen Brief geben, falls du gewinnst. Junge, wenn du diesen Brief liest, dann musst du gewonnen haben und einen Sieg errungen haben, den du bestimmt verdient hast. Ich habe von Esther etwas über deine erfahren. Da du gewonnen hast, verspreche ich dir, dass du mit all deinen Freunden begnadigt wirst und dass ihr alle freigelassen werdet. Ich habe auch sozusagen als Entschuldigung ein kleines Geschenk für die Reise vorbereitet. Es tut mir leid, dass ich es dir nicht persönlich sagen kann, aber ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Mit freundlichen Grüßen, Dio. Ein Geschenk? Cloud, ist das nicht fantastisch? Der stellvertretende Geschäftsführer ist gerade vorbeigekommen und hat ein Budget für dich dagelassen. Jetzt können wir ohne Probleme durch Wüste und Flüsse fahren. Gut, Cloud, Buggy oder so, glaube ich, statt Budget, sorry. Gut, Cloud, ich warte da draußen. Der Brief geht noch weiter. Pierce, ich habe vor kurzem Sigurd kennengelernt. Er muss viele Anhänger unter Jungs deines Alters haben. Warum besorgst du dir nicht sein Autogramm? Er scheint südlich des Flusses nach Gongaga gereist zu sein. Sigurd? Jetzt heißt es also Abschied nehmen. Na, wenn du. Ja. Na, wenn du je ein deine eigenen Rennen, Schokobo, hast, komm wieder mal vorbei. Ich kümmere mich um deine Anmeldung und alles andere. Bis dann. Das kann so bleiben. So fährst du den Buggy. Klicke auf OK, um einzusteigen. Klicke auf Abbrechen, um auszusteigen. Buggys können niedrige Flüsse und Wüsten durch. Mit einem Buggy kannst du selbst in die Costa del Sol und Juno vordringen. Fahre einfach auf dem Frachtschiff mit. So. Ich versuche jetzt einfach schnellstmöglich irgendwo hinzukommen. Und wir können aber trotzdem in Kämpfe verwickelt werden. Na dann. Ah, komm schon. Kannst bitte nicht von der anderen Seite ankommen, die Gegner. Sprungattacke mache ich mal. Und. Einfach weil alles geht gerade und ich möchte jetzt gerade. Einfach mal die Limiter aufbrauchen gerade. Die sind aus dem Leben genommen. Na gut. Cloud ist ein Level aufgestiegen. Wir haben wieder eine Menge Gil gekriegt. Oh, und wir können endlich tatsächlich über. Ja, kleine Flussabschnitte rüber. Oh Gott, das Ding kommt schon. Okay, das war's. Grandios. Ja, gut. Wenn wir jetzt so zurück vielleicht. Das Transportschiff läuft nicht aus. Das
Heidegger den Befehl dazu erteilt. Wollt ihr als blinde Passagiere mit? Jetzt ist die Luft rein. Nur zu Hause warten eine Familie auf mich. Da kann ich nicht mit leeren Händen heimkommen. Nur zu Hause wartet eine Familie. Kein Geld und ihr wollt trotzdem mit? Da muss ich doch lachen. Ah, okay, wir kommen zurück. Grandios. Oh. Also wir mussten einmal dieses ganze Firlefanz machen. Schön schnell mal durch Casino-Stadt. Also. Ah, grandios, grandios, grandios. Dann können wir trotzdem zumindest uns ein bisschen freuen, weil wir dann wissen, wie wir von A nach B und von B nach A wiederkommen. Sag ich mal so. Und dann von C nach D nach E nach F und dann noch so weiter, ne? Kann man ja schon mal sagen. Kurzerhand. So, Dele. Was jetzt natürlich anliegt, ist natürlich die Schlange nochmal zu versuchen. Weil die sollten wir logischerweise jetzt auch können, schaffen können. Nein, Hubschrauber, Taxi gibt's nur hier in Yunnan. Für Luftwaffen kein Bedarf. Alles klar, hey Taxi. Ich habe auf keinen Bedarf geklickt, oder bin ich jetzt der Bot? Okay, wo komme ich jetzt raus? Aus Juno raus. Ja. Aus Juno raus, alles klar. Okay, wir kommen. Ah, okay, verstehe. Wir kommen sonst anders wahrscheinlich nicht hier raus. Verstehe, verstehe. So, wir brauchen eine Übernachtungsmöglichkeit und wir müssen einen Ort finden, wo wir Ether kaufen können. Und das war offensichtlich eine falsche Stelle zum Überqueren. Okay. Ist in Ordnung. Oh Mann. Gut, gut. Barrett hat einen Levelaufstieg, ist somit Level 26. War ich hier oben schon eigentlich? Ja. Nochmal geprüfterweise. Aber wir sollten jetzt echt stark genug sein, um die Schlange zu besiegen. Bloß ich muss natürlich auch berücksichtigen. Ah, verdammt. Das natürlich. Ja. Alles so ein bisschen schwieriger wird, weil wir haben gerade keine Mana. Ja.
Aber nicht viel mehr zumindest. Und ich würde mich tatsächlich gerne erstmal ausruhen, bevor ich irgendwie weitere Sachen mache. Im Besonderen, weil ich den Limiter auch voll haben muss bei allem. Grandios. Achso, was ich nochmal erwähnen wollte. Natürlich werde ich auch noch die ganzen anderen Final Fantasy Teile spielen. Aber ich werde halt nicht Schlag auf Schlag die ganzen Spiele spielen. Also es wird so immer mal ein, zwei Tage geben, wo ich dann sage, okay, jetzt müsst ihr euch mal ganz kurz noch gedulden, ne? Weil halt dann gerade irgendwas, ja, noch anliegt. Ist die Schlange jetzt gerade da oder nicht? Da ist sie. Okay, ich will halt sicher gehen, dass ich hundertprozentig sicher bin, dass ich rauskomme. Weswegen ich so weit wie möglich links laufe und es schaffe. Puh. Das war ja gerade mal ein richtiger Sprint hingelegt quasi. Und jetzt muss ich doch nochmal kämpfen kurz. Aber nicht so schlimm. Sehr schön. Ich meine, wenn physische Angriffe schon, ja, gefühlt fast 200 bringen. Oder 200. Ich meine, was hat die Schlange? Ich glaube, 4000 hat sie an Leben. Und ja, ich weiß, es ist jetzt echt nervig, dass ich jetzt immer noch versuche, die Schlange zu machen. Aber ich will sie erledigen. Ich will den Sieg über diese Schlange einfach erringen, okay? Lasst es mich doch einfach erreichen. Okay. Aber wie gesagt, oh, Levelaufstieg und da war irgendwas passiert. Moment. Genau, hier, alles hat, ja, auf Level gekriegt. Sonst war da nichts. Gut, gut. Also ein Levelaufstieg. Das war ja gerade seltsam. Ja, dann gehen wir mal ganz kurz ins Inn. 20 Gil. Einmal kurz bleiben. Dann holen wir uns Ether und ja, später kommen wir noch mit anderen Sachen zurecht. So. Hoch hier, da rein. Also, kaufen. Ach so, gibt ja kein Ether. Aber Zelte könnte ich nochmal gebrauchen. So. Weil mit Zelten kann man natürlich auch dann nochmal so das ein oder andere ergänzenderweise schaffen. Mal sehen. Na gut, wir können nicht an vielen Ecken rüber. Ja,
Ich meine, klar, ich könnte jetzt die Schlange einfach so versuchen. Der Limiter würde sich wahrscheinlich automatisch dann auch ziemlich stark füllen. Durch das Berücksichtigen der Tatsache, dass ja wirklich, ja, viel Schaden ausgeübt wird. Aber ich meine, das schaffen wir wahrscheinlich auch dann. Planetenwächter. Planetarer Wächter, glaube ich, war es eher. Limit. Eris. Ja. Planetenwächter war es. Prüfen. Eine Truppe wird kurzzeitig unverwundbar. Nee, das. Sorry, da ist mir halt dieser heilende Wind immer noch zu sehr wichtig. Klar könnte ich sagen, okay, nee, wir machen, aber der Limiter mit dem heilenden Wind ist einfach so ein bisschen gefühlt 9 plus Ultra für mich. Na gut. Und wieder ein Hinterhalt. So gesehen, ne? Ich meine, wenn man überlegt, wir sind jetzt wirklich so einen Punkt angekommen, wo wir die Schlange eigentlich besiegen können. Wenn nicht, dann liegt es an meiner eigenen Schuld. Aber da war ich halt zu deppert, um zu kapieren, wie man ihn besiegt, die Schlange. Wobei, ist bei Analyse nicht auch die Funktion dabei, die Schwächen herauszufinden? Ah, das kann ich jetzt nicht mehr herausfinden gerade, weil dafür bräuchte ich den Gegner vor der Nase. Das kann aber natürlich auch sein, dass man es nicht herausfindet, weil man nicht in der Lage ist, das herauszufinden. Mal gucken. Ja, komm, wir machen einfach. Wir machen es einfach. So, erstmal das mit den Analyse will ich noch herausfinden. Analyse. Und dann Angriff, Angriff. Ah, toll. 14, HP, MP. Nee. Man kriegt keine Info über Schwächen. Ich glaube, es war wieder ein anderes Spiel, wo ich das hatte. Wenn man den Gegner untersucht, dass man dann die Schwächen weiß. Ah, war das vielleicht. Ah ja, doch, jetzt weiß ich. Das war kurz, glaube ich, kurz. Vor kurzem erst bei Prey, dass ich das rausgefunden habe, dass ich herausfinden kann, wie ich einen Gegner. Ja. Stark Schwäche. Das hätte ich eigentlich noch im Hinterkopf haben können. Okay, jetzt muss ich zwei von Trauer erlösen und ja. Dann nochmal das Zelt aufbrauchen. Da. Hyper. Hyper. Damit alle wieder voll sind und dann noch einmal kurz vorher speichern. Warte mal, hier ist ja diese Katzendings dabei. Gab es da irgendwie eine Errungenschaft für? Moment, lass mich mal ganz kurz gucken. Yuffie, Minzi. Gölte. Nö. Also, ich sehe jetzt keinen Limiter in dieser Art. Haben wir überhaupt noch Errungenschaften gekriegt bisher? Verwende Red ersten Limiter, verwende Eris ersten Limiter, verwende Tifas ersten Limiter, verwende Barretts ersten Limiter, verwende Clouds ersten Limiter und gewinne deinen ersten Kampf. Ja. Und das sind so die ersten 6 Errungenschaften, die man relativ flott kriegt, natürlich. So, Schlangi. Danke.
So, was machen wir jetzt als erstes? Also, ich glaube, ganz gut wäre, wenn wir den Zauber Bio auf sie setzen, um versuchen, damit erstmal ordentlich Schaden zu kriegen. Ja, jetzt kriegt sie permanent Schaden. Feuer und Blitz, damit sie nochmal zusätzlich ordentlich viel Schaden kriegt. Dann darf Eris einen Trank an ihn geben. Eigentlich hätte ich einen HI-Trank ausführen müssen. Zauber. Feuer 2 an. Zauber Blitz 2. Objekt HI-Trank. Wieder an Barrett. Oh, und klaut es raus. Zauber. Feuer 2. Zauber. Feuer 2. Oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Dieses blöde Beta. Das hat wieder nichts gebracht. Da Phönixfeder fällt. Okay. Ich kann natürlich noch mal gucken. Satellitenstrahl. Ja, gut. Deswegen habe ich auch gespeichert, um herauszufinden, ob und wiefern ich es schaffen kann. Okay, Zauber, Blitz 2. Zauber, Feuer 2. Zauber, Feuer 2. Jetzt ist sie schon in diesem Ich kreise mit meinem Kopf über euch Modus. Oh, und kein Schaden gefressen. Zauber Blitz 2. Zauber Bio. Zauber Blitz 2. Ah, kann ich mit umgehen? Nein, damit kann ich nicht umgehen, wenn ich dann auf Abwehr gehe. Ah, und Beta wieder. Verdammt. Was? Okay, Moment, 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 Moment. Das kann ich noch schaffen, das kann ich noch schaffen. Einfach. Zauber. Heilung. 2. Okay, unfair. Aber hey, wir sind kurz vor dem Level, was wir haben müssen. Ich lade nochmal rein und dann sehen und hören wir uns gleich wieder. Von daher, ja, bis in den nächsten Part. Von daher, bis dahin. Oh, das ist doch. Ja. Von daher, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal hier wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars, haut rein und ciao. Tschüss.